wollte so sterben wie Eugene. An einem Infarkt? Nein, am Alter. Nach einem langen Leben. Du? Niemals, echt nicht. Du bist zu leichtsinnig. Musst du gerade sagen. Du wirst wahrscheinlich an Unterkühlung sterben, weil du um Schneestoffschuhe trägst. Ich habe heute Stiefel an. Weißt du, wie du sterben wirst? Lass mich raten. Du bringst mich um. Hab ich dir den Witz versaut? Nein. Vielleicht. Leck mich. Hey, sehen wir uns die Häuser an? Wirkt verlassen, aber wenn du möchtest, da sind bestimmt noch Vorräte. Was weißt du über diesen Ort? Ist eine normale evakuierte Siedlung. Infizierte kommen fast nie so weit hier raus. Wir fangen sie meist an der äußeren Grenze ab. Was machst du heute Abend? Ich dachte, ich sehe mir mit Joe einen Film an. Oh. Ist alles klar? Ja. Die Wohnwagen sind süß. Wie kleine, fahrende Häuser. Meinst du, die Leute sind viel mit sowas verreist? Hm. Würdest du nicht? Ich meine, hätte ich vor dem Ausbruch gelebt, klar. Ich würde das ganze Land bereisen. Oder auch in ein anderes Land. Vielleicht eines Tages. Ach, träum weiter. Jesse hat viel über Kanada geredet. Er sagt, da gibt es diese riesigen Wasserfälle, die er unbedingt sehen will. Wirklich? Er ist doch total der Jackson-Typ. Was für einen Film wollt ihr gucken? Worauf steht Joel? Curtis und Viper 2. Den habe ich schon länger auf meiner Liste. Oh, wow. Die habe ich noch nicht. Eine dieser Superheldenkarten, auf die du so stehst, oder? Oh, ja. Er mag diese schlechten 80er-Actionfilme. Da fährt er voll drauf ab. Oh, nein. Mir gefallen sie tatsächlich auch. Was ist mit dir? Was machst du nachher noch? Ein paar Leute wollen sich wohl rausschleichen. Zum Schlitten fahren. Das klingt gut. Ja. Wollen wir uns danach treffen? Okay. Vielleicht spiele ich Gitarre für dich. Okay. Worum geht es bei Curtis und Viper 2? Okay, also zwei abtrünnige Kommandos kämpfen gegen die Bösen. Und ich glaube, in diesen kämpfen sie gegen russische Spione oder so. Das interessiert mich mehr, als ich gedacht hätte. Okay, der Jüngere, Viper, ist ein Ninja. Und er ist echt total krass. Und wie alt ist er im ersten Film? 10. Warte, wie viele Teile gibt es davon? Ich glaube, es sind 4. Krass. Joel hat den letzten noch im Kino gesehen. Ist das nicht irre? Ja. Glaubst du, dass da draußen noch irgendwer Filme macht? Ganz bestimmt. Was macht dich so sicher? Ich meine, was, wenn alle wie wir sind? Und Tag für Tag nur überleben? Naja, ich schreibe Musik, also wenn jemand eine Kamera hat. Warte, Moment. Es gibt original Ellie-Lieder? Warum hast du mir keins vorgespielt? Ich weiß nicht. Komm schon. Spielst du mir eins vor? Nachher? Ich denk drüber nach.
Es wird kälter. Ich glaube, du hast recht. Bestimmt Infizierte. Aber wie viele, wenn sie einen echt klein kriegen? Mehr als einer. Wo zum Teufel stecken? Los, wir suchen sie. Shit. Da sind welche drin. Die da bloß reingekommen. Dina, hier lang. Auf die Rückseite des Supermarkts kommen. Gute Idee. Wurf übrigens. Danke. Der Weg hier rein war verbarrikadiert. Wie ist der Runner reingekommen? Ja, gute Frage. Was war dein Rekord an Infizierten, die du erledigt hast? Das war auf Patrouille mit Joe vor einem Jahr oder so. Es waren, keine Ahnung, ein Dutzend? Du? Ich hatte mal 20. War eine streunende Gruppe. Scheiße. Vielleicht kannst du heute einen neuen Rekord aufstellen.
Sind das alle? Ja. Sieht so aus. Aber es bleiben noch die im Supermarkt. Gehen wir weiter ums Gebäude. Es muss irgendwo reingehen. Ellie, hilfst du mir hoch? Ich will mich umsehen. Gut, hoch mit dir. In dem Dach da drüben ist ein Loch. Hier. Danke. Da. Siehst du? Okay. Mal sehen, wie wir da reinkommen. Dina! Hier drunter! Alles gut? Ja. Nichts passiert. Bitte stirb am Alter und nicht, weil du infiziert bist. Ich will dir wirklich nicht ins Gesicht schießen müssen. Okay. Cool. Siehst du einen Weg aufs Dach? Weiß nicht. Ist da irgendwas? Hab was gefunden. Schön. Geh entlang. Bin drin. Ich auch. Wollen wir Vorräte suchen? Hey, ich hab Alkohol. Ein paar Lumpen. Hier, versorg dich. Da drin sind Sporen. Masken auf. Alles klar. Denk dran. Ich will dir nicht ins Gesicht schießen müssen. Oh, ganz reizend.
den ganzen Sporen sind die schon länger hier. Halt nach älteren Infizierten Ausschau. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind darüber. Wir sollten ins Erdgeschoss.
Diese blinden Viecher sind gruselig. Sehen wir nach, ob ansonsten alles sauber ist. Und dann lass uns von hier verschwinden. Wir verstehen uns. Dina, hilf mir mal. Komm mal. Geschenk für dich. Ich nehme es gern an. Ellie. Hier. Danke. Sei vorsichtig. Ich bin Profi. Das war's noch nicht. Thank you.